Viele sagen ja auch, die Reaktionen jetzt auf die Rocker-Auseinandersetzungen, auch das sind Teile des Wahlkampfs. Ob das so ist, da muss sich dann jeder selbst ein Bild machen. Sicher ist, ab heute gilt also eine erweiterte Waffenverbotszone in der Bremer Innenstadt. Und das ist nur eine der Maßnahmen des Innensenators nach den Auseinandersetzungen der Rocker-Gruppen. Wir wollen uns heute etwas länger mit diesem Thema auseinandersetzen und den Hintergründen dazu. Carola Schwirblatt, zunächst über die Mongols, eine Gruppe, die ja durchaus im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzungen stand. Die jüngste Schlägerei spielte sich hier in der Bremer Innenstadt ab, in einem kleinen Lokal. Aber das war nur eine Reaktion auf die Krawalle der vorvergangenen Woche. Zweimal haben die Mongols in dieser Zeit in Bremen für erheblichen Ärger gesorgt. Die Angegriffenen waren dabei immer die Rockergruppe Hells Angels. Wir haben entsprechende Gruppen, die heute im Stadtgebiet dann unterwegs waren, der Mongols, beobachtet und sind dann dort eingeschritten, wo wir der Annahme waren oder davon ausgehen konnten, dass es gegebenenfalls dort zu Problemen kommen kann. Um das Chaos zu verhindern, mussten Spezialeinsatzkommandos aus anderen Bundesländern angefordert werden. Seitdem ist die Bremer Polizei in ständiger Alarmbereitschaft. Denn die Gruppe, die eigentlich nur aus 12 Mitgliedern besteht, ist im Moment unberechenbar. Ja, wir wollen uns ein bisschen länger mit diesem Thema und auch den Hintergründen beschäftigen. Meine Kollegin Carola Schwirblatt macht das seit langer Zeit. Du hast eben gesagt, am Ende im Beitrag, das sind nur 12 Leute hinter dir. Das ist auch so. Das sind wenige. Das sind wenig, aber die knüpfen natürlich Kontakte zu anderen Rocker-Gangs und auch zu anderen Mongol-Ablegern, möchte ich mal sagen. Also für die ursprüngliche Einweihungsparty vor 2 Wochen waren 200 bis 300 Leute geplant und es waren auch dann deutlich mehr in der Stadt. Sie hatten zum Beispiel Unterstützung von den Gremiums. Das ist einer der größte Motorrocker-Club hier in Deutschland und die waren alle aus Oldenburg fröhlich angereist. Die also aus ganz Deutschland anreisen. Was macht diese Gruppen, viele Bürger fühlen sich ja bedroht, was macht die am Ende tatsächlich auch die Mongols in Bremen so bedrohlich? Das ist auch die Unterstützung, die sie aus dem kurdisch-libanesischen Clan bekommen, der sehr kriminell ist, zumindest zum Teil. Also nicht alle, aber gut, knapp die Hälfte ist polizeilich auffällig. Und dort gibt es viel körperliche Gewalt, dort gibt es Drogendelikte, dort gibt es Schutzgelderpressung und natürlich dann die Rivalität zu den Hells Angels. Das ist ein weiterer Rockerclub hier in Bremen und da geht es wirklich um die Herrschaft auf der Straße und das führt zu Schlägereien, Krawallen und Auseinandersetzungen, die unglaublich bedrohlich sind. Du hast diesen Familienclan angesprochen, der in der Geschichte in Bremen immer wieder eine Rolle gespielt hat. Wie viel hat der tatsächlich mit dieser Rockergruppe Mongols zu tun? Nach bisherigem Ermittlungsstand doch sehr viel. Die Polizei spricht immer von einer sogenannten tragenden Rolle. Da gibt es natürlich auch Deutsche, die in diesem Club sind. Also der zweite Vorsitzende ist ein Deutscher. Aber das Hauptaugenmerk hier in Bremen jedenfalls ist es so, liegt bei den kurdischen Libanesischen. Wenn wir also von diesen Familienclans sprechen, du hast es angesprochen, dann erinnern wir uns an die Geschichte, dann erinnern wir uns an polizeiliche Auseinandersetzungen, an einen Familienclan, der tatsächlich immer wieder auftaucht, der hier in der Stadt eine Rolle spielt. Aber wo kommt diese Familie überhaupt her? Was sind die Hintergründe? Stichwort Malami hört man dann immer. Carola Schwirblatt, auch dazu mit Hintergründen. Ursprünglich kommen die Malami-Kurden aus dieser Gegend. Viele kleine Dörfer in der Südosttürkei, im Dreieck zwischen Savur, Midyat und Ömerli. Hier wurde der Dialekt Malami gesprochen. Ähnlich wie bei den türkischen Kurden leben die Malami in archaischen Familienstrukturen, die Ehre der Familie als höchstes Gut. Allerdings erkannten die türkischen Kurden die Malami wegen ihrer arabischen Sprache nicht als Kurden an. Viele flohen in den Libanon. Dort erlebten sie den Bürgerkrieg. Es gab mehrere Flüchtlingswellen in Richtung Westeuropa, auch nach Deutschland. Heute leben 8.000 Malami-Kurden in Berlin, 3.000 in Essen und 2.600 in Bremen. Nur wenige hatten bei ihrer Ankunft überhaupt einen Pass. In Deutschland waren sie Asylbewerber. Wie viele wirklich aus dem Libanon sind, ist unbekannt. Deshalb ist bei einigen die Rede von Scheinlibanesen. Soweit also die Hintergründe tatsächlich. Wie sind die Familienstrukturen heute von diesem Familienclan in Bremen?
die sind anders als bei uns, die sind deutlich enger und die Familien sind auch, der Clan ist viel größer. Also in Bremen umfasst er 2600, da gehören mehr als 15 Familien dazu. Die stehen füreinander ein, auch wenn Dinge passieren, die vielleicht das ein oder andere Clanmitglied nicht gut findet. Denn beileibe nicht alle Clanmitglieder stehen hinter dem, was die Mongols jetzt tun. Nichtsdestotrotz, wenn es eng wird, so wie am vorvergangenen Wochenende, stehen die Gewehr bei Fuß. Was sagen die selbst dazu, auch zu den Mongols zum Beispiel? Kannst du mit denen reden, mit den Menschen aus diesem Clan? Ja, ich kann mit den Menschen reden. Das habe ich am vergangenen Donnerstag getan. Und sie sind in der Tat nicht damit einverstanden. Und es hat auch zum Beispiel es gegeben, dass als es diese Auseinandersetzungen gab, dass viele Familienmitglieder ihre Jugendlichen und ihre Kinder zu Hause behalten haben und gesagt haben, ihr geht nicht auf die Straße. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch mit den Mongols getroffen, die von sich auch zunächst mal behaupten, wir wollen überhaupt keine Gewalt verbreiten. Es gibt eine Entwicklung, gerade wenn wir diesen Familienclan ansprechen. Wie würdest du die einschätzen über die Jahre in Bremen? Die Entwicklung ist nicht positiv. Die Entwicklung ist deshalb nicht positiv, weil für meine Begriffe die Kriminalität deutlich zugenommen hat. Das ist alles losgegangen ungefähr vor 15 Jahren. Und ich denke, man hat damals verkehrte Maßnahmen ergriffen, sodass wir heute diese große Problematik haben, leider mit etwa 1000 aus dem Clan, die polizeilich auffällig sind. Wie diese Entwicklung dieses Clans war, tatsächlich auch dazu hast du einen Beitrag vorbereitet. Schauen wir da auch noch mal kurz rein. Anfang der 90er Jahre. Viele Asylbewerber stürmen ins Bremer Ausländeramt, darunter auch Malami-Kurden. Von ihnen wurden die meisten abgelehnt und mussten dann immer wieder ihre Duldung verlängern lassen. Bis heute. Schon Mitte der 90er überschlagen sich die Nachrichten. Libanesische Jugendbanden klauen in der Innenstadt und überfallen Restaurants. Eine Sonderermittlungsgruppe wird gegründet. Dennoch soll ein Teil des Clans immer wieder für schwere Auseinandersetzungen verantwortlich sein. Hier Bilder aus dem Jahr 1999, eine Schießerei zwischen Libanesen und einem Türken. Auch in den 90er Jahren wird bekannt, dass einige Mitglieder des Clans mit Drogen handeln sollen. Bisher der Höhepunkt der Auseinandersetzungen, die Schießerei auf der Disco-Meile mit mehreren Verletzten. Immer wieder stehen Clan-Mitglieder vor Gericht, hauptsächlich wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Drogenhandel und Schutzgelderpressung. Die Polizei hat den gesamten Stammbaum des Clans mittlerweile ermittelt. Nach ihren Erkenntnissen entsteht durch den Clan in Bremen jährlich ein Schaden von 50 Millionen Euro. Ja, und tatsächlich der richtige Moment, auch zu dem Thema nochmal nachzufragen, und zwar beim Bremer Innensenator. Herr Meurer, wir haben das gesehen, Sie haben vor knapp einem Jahr sich diesen Clan sehr genau angesehen. Was ist seitdem passiert? Ja, wir haben aktuell die Auseinandersetzung seit 14 Tagen. Die Mongols haben sich Ende Dezember etabliert. Sie waren erstmals im Internet. Sie haben dann am 7. Mai ihre Eröffnungsveranstaltung organisiert. Wir haben dies verboten mit den bekannten Auswirkungen, dass 61 dann, also ihrer Begleiter, dann in Polizeigewahrsam gegangen sind. Ja, und das letzte Wochenende war dann der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, so nicht weiter. Es ist wie beim Fußball, zweimal gelb und jetzt folgt rot. Passenderweise ausgerechnet im Wahlkampf. Ja, das ist so meine, wir hatten die Vorstellung gehabt nach den großen Aktionen zum 1. Mai, dass wir unsere Beamten in den nächsten Wochen zu Hause lassen können. Das haben sie wirklich verdient. Hätte man das nicht viel früher eigentlich machen müssen, hätte angehen müssen? Es ist folgendes. Auch diese Verbotsdiskussion? Man braucht immer sachliche Gründe, um ein Verbot auszuüben. Und wir haben darauf gewartet. Wir haben zwei Wochen lang das dokumentiert. Sie brauchten die Auseinandersetzung? Ohne dies geht man kann nicht einfach nur, weil ein Verein im Internet publiziert, dass sie da sind, ihn verbieten. Aber es wirkt doch für viele Außenstehende schon ein bisschen wie Wahlkampf, Herr Meurer. Das ist so absurd. Ja, es fragen sich einige schon. Ich habe auch mit dem Innenminister kürzlich in Schleswig-Holstein gesprochen. Der sagt, es ist sehr, sehr schwierig, auch diese Verbote überhaupt aber man muss doch die Chance, nutzen. Das sind doch eindeutige Bilder, die Sie hier gesehen haben. Was können Sie denn den Bremerinnen und Bremern versprechen in Bezug auf die Verbote? Ja, es wird durchgezogen werden. Wir haben zwei Wochenende diese Eskalation der Gewalt erlebt. Die Mongols waren die Angreifer gewesen und jetzt ist Schluss. Morgen wird es keine Mongols mehr geben in Bremen. Haben Sie das unterschätzt am Anfang, diese Auseinandersetzung? Nein, also wir haben ja auch, das sieht man ja auch, wie viele Beamte da im Einsatz waren. Wir waren darauf vorbereitet gewesen. Wir haben diese Eröffnung des Vereinslokals unterbunden und die haben die ganzen Wochenende alle in Polizeigewahrsam
verbracht. Verstehen Sie Polizeibeamte, die in diesen Tagen auch zum Teil sagen, wir fühlen uns überfordert, nicht nur was diesen Familienclan angeht, sondern auch was die Rocker-Auseinandersetzung angeht? Ich kann verstehen, dass man auch mal ein Wochenende zu Hause verbringen will. Das ist wirklich ein Problem, was wir haben. Aber Sie sehen aber auch, die Polizei geht konsequent vor, da gibt es keine Rücksicht. Und wir müssen das Problem von Anfang an angehen. Es macht keinen Sinn, das weiterlaufen zu lassen. Aber Sie hätten es doch viel früher machen können. Dieses Verbot kam ja doch relativ spät. Ja, aber wir haben und erst, im Wahlkampf, wir haben, erst seit zwei Wochen diese Auseinandersetzung. Und das gehört zu unserer Rechtsordnung dazu, dass man es dann verbieten kann, wenn man das auch begründen kann. Aber und das haben wir getan. Warum haben Sie es nicht vorher gemacht? Weil diese Büros tatsächlich der Rockergruppen ja auch vorher schon da waren. Nein, sie haben dieses am 7. Mai eröffnet. Das war zum ersten Mal, dass sie öffentlich in Erscheinung getreten sind. Vorher war das ein Internetauftritt gewesen. Ja, aber die Hells Angels zum Beispiel sind ja schon ein bisschen länger. Die sind schon länger da. Und wie gesagt, da ist das Problem, dass sie natürlich, sie verhalten sich absolut passiv. Das ist ja auch das, was sie auszeichnet. Sie halten sich zurück, weil sie genau wissen, in dem Augenblick, wo sie so operieren wie die Mongols, bekommen sie morgen auch ein Verbotsverfahren. Okay, ich will das Thema Wahlkampf jetzt gar nicht mehr angehen. Gehen wir mal davon aus, Sie kriegen das hin mit dem Verbotsverfahren. Dann sagt der Innenminister in Schleswig-Holstein zu mir, das Problem ist, am Ende benennen die sich einfach um, ihren Verein um haben wir einen neuen Verein unter anderem Namen. Das wäre zu leicht. Wir haben auch alle Nachfolgeorganisationen gleich mitverboten. Und das heißt, wer morgen hier als Mongol durch die Gegend läuft, riskiert, dass er anschließend in Haft geht. Das ist der feine Unterschied. Und das ist auch durchhaltbar tatsächlich? Da bin ich ganz überzeugt davon. Was glauben Sie denn tatsächlich, wie die Rocker darauf reagieren werden? Ich weiß es nicht. Wir richten uns auf beides ein. Vielleicht drehen Sie bei, sind vernünftig, dann hat das Verbot seine Wirkung gezeigt. Wenn Sie weiter eskalieren mit Gewalt, werden wir auch genauso wie an den letzten Wochenenden vorgehen. Und Sie werden kein Wochenende mehr zu Hause verbringen. Viele fragen sich jetzt, ist das klug, dass Sie als Innensenator so offensiv damit umgehen? Ich sage nochmal, ist zufällig Wahlkampf, aber andere Innenminister haben das sehr geheim gemacht, diese Verbote sehr geheim vorbereitet. Auch deshalb, weil die Gegenseite sich gar nicht drauf reagiert. Das hängt einfach damit, wenn man verdeckte Ermittlungen führt, kann man darüber nicht sprechen. Und dann muss man in der Sekunde, wo es reif ist, zuschlagen. Das sind aber alles offizielle Dinge, die jeder sehen konnte. Und wir haben keine neuen Erkenntnisse, sondern wir haben nur gesagt, es sind diese beiden Überfälle, die ausreichen, um dieses Verbot zu begründen. Das heißt, da wird in den nächsten Tagen, Verbote werden durchgesetzt? Nicht in den nächsten Tagen, morgen gibt es keine Mongols mehr. Herr Maurer, vielen Dank, dass Sie hier waren zu dem Thema. Danke, Herr Maurer.